Willkommen zu einem neuen oder zu meinem ersten FIFA 20 Mobile Video und ich werde jetzt erstmal nach einem neuen Innenverteidiger schauen für Vogt. Und der soll für Eintracht Frankfurt sein. Gibt's den auch günstiger? Suche Position Innenverteidigung. Innenverteidigung natürlich und 227 Gold. Nur halt München. Den kriegt man nämlich auch günstiger. Wie viel kostet die Hinteregger? Hinteregger. Wen von beiden kaufen soll. Ja, also er ist halt noch nicht auf 80, aber ich werde ihn in den nächsten Folgen mit dem Geld, was ich durch Aufstiege bekomme, ihn auf 80 bringen. Jetzt starten wir dann auch ins erste Game. Petersen stark, aber trifft dann das Tor. Und falls ihr mich fragt, wen ihr am besten und Gutes im Sturm kauft, dann sage ich euch, kauft Arp. Weil der ist im Dribbling sehr stark. Vielleicht kann ich euch gleich mal in der Situation zeigen. Haben wir den? Ja, hier lohnt sich halt nicht zu dribbeln. Ich habe da noch nicht mal was gemacht. Das haben wir. Da kann man aber gleich schießen. Ja. Das liegt aber daneben, das liegt im Game. So viel zu gut dribbeln, das kann der eigentlich besser.
Also heute ist EA, braucht einfach EA so lange. Vielleicht geht's jetzt. Ist es jetzt. So, jetzt sind wir in einem Game. Tassen auf Arp und Arp mit dem Tor 1-0. Schlechter Freistoß. Starkes Tor. Forsberg 3-2. Leckhoff kann ich mit dem eigentlich voll gut spielen, aber heute bisher noch nicht. Wieso? Normalerweise treffe ich mit dem. Ich brauche halt echt ein besseres Team von der Wertung her. Jetzt spiele ich hier noch eine Runde. Ja, danke. Ist da noch eine Ecke, oder? Nee. Ich dachte, der eine hätte noch den Kopf abgefälscht. Forsberg ab. Jetzt hat er getroffen. Das hätte ich besser machen müssen. Durch die Beine von Sané Petersen mit dem Schuss, aber eigentlich rein. Petersen, ah, schade.
Wenn wir genügend Teilnehmer haben, würde ich über Freundschaftsspiele in einem Livestream, wenn ich weiß, wie, also wenn ich dann weiß, wie es geht, einen Livestream, ein Online-Turnier veranstalten, ne? Null zur Halbzeit könnte höher stehen. Der letzte Pass, der kommt irgendwie nicht an. Petersen hätte den machen müssen, aber dann macht den Arp rein. Stark den Ball nachgegeben. Genau das meinte ich. Petersen? Ah, na, Alter, das. Mal hatte Petersen, mal hatte der seinen Gegenspieler den Ball. Stark aufgepasst. War nicht gut gemacht. Stark gemacht vom Gegner. Aber er braucht halt zu lange. Oh, stark rausgeholt. Und dann war es das auch schon von der heutigen Folge. Wir sind noch aufgestiegen. Können wir ganz kurz noch unseren neuen Spieler trainieren? Dann war es das von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.